Heute ist Marks großer Tag. Seine Bar Mitzwa. Der 13-Jährige feiert seine religiöse Mündigkeit. Nach der Zeremonie in der Synagoge steigt das Fest in der Bad Godesberger Redut mit Familie und Freunden. Und wie bei jedem jüdischen Fest geht's hoch her, mit Musik und viel Tanz. Also ich fand es halt besonders schön, weil eben so viele, viele Menschen da waren, also viele Freunde, viele Verwandte eben von meiner Familie, eigentlich fast alle bis auf meine Schwester aus Amerika. Du sollst erstmal lassen, allgemein prüfen, auf alle Ecken, ob die Schaufäden sind vollständig. Das heißt, die Bar Mitzwa ist eines der wichtigsten Feste im Leben eines jüdischen Jungen, aber auch ein wichtiges Fest für die Gemeinde. Wie leben Juden im Rheinland heute eigentlich? Beginnend mit Marks Vorbereitungen geben wir einen Einblick in den Alltag von zwei jüdischen Gemeinden, der kleineren in Bonn und der großen in Düsseldorf. Beide verstehen sich als Einheitsgemeinden. Alle religiösen Ausrichtungen zwischen orthodox und liberal sind unter einem Dach vereint und respektieren sich gegenseitig. Und wenn du dann so weit bist, dann sagen wir jetzt gemeinsam, rezitieren wir den Segensspruch. In der Bonner Synagoge lernt Mark zusammen mit Benny, dem Religionslehrer. Als Bar Mitzwa, als sogenannter Sohn der Gebote, muss er die wesentlichen religiösen Rechte und Pflichten kennen. Rund ein Jahr lang hat sich Mark darauf vorbereitet. Bar Mitzwa sind die Jungen am ersten Samstag nach ihrem 13. Geburtstag. Die Mädchen feiern nach dem 12. Geburtstag ihre Bat Mitzwa. Die Kenntnis der Tora, des wichtigsten Hauptteils der hebräischen Bibel, ist die größte Herausforderung. Die 5 Bücher Mose mit den 54 Wochenabschnitten sind in jeder Tora-Rolle enthalten. Das Öffnen des Schranks ist ein besonders feierlicher Moment. Für Mark eine große Ehre. Der Bar Mitzwa trägt die Torah-Rolle durch den Gebetsraum. Dabei muss Mark gut aufpassen, denn das Fallenlassen hätte fatale Folgen. Die ganze Gemeinde müsste dann bis zu 40 Tage lang fasten. Vorsicht, Mark. Ja, schwer, gell? Die Torah ist immer schwer. Allein, was da alles steht, wie schwer das ist. Das heißt, das ist ein Moment, wo jetzt die Gemeinde mit großer Spannung erwartet, wie du jetzt darfst die Tora jetzt durch die Gemeinde tragen. Aber bevor dass du das runternimmst, immer das ist der Moment, wo wir uns die jüdische Glaubensbekenntnis, Höre Israel, Schma Israel, gesungen wird. Und dann hast du die Möglichkeit durch die Gemeinde. Das heißt, versuch mal einmal einen Zug machen durch die Gemeinde. Ein jüdischer Gottesdienst mit allen Inhalten kann nur abgehalten werden, wenn mindestens 10 religiös mündige Männer anwesend sind. Mark ist nach seinem 13. Geburtstag einer von ihnen. Anfassen die Finger, auch wie beim Lesen brauchen wir unbedingt unsere Finger. Dafür haben wir so einen jüdischen Zeiger, so ein Schmuckstück. Und mit dem wirst du jemand beim Lesen die Torah, wirst du das bei dir rein. Und wortwörtlich, wenn du liest die Torah, dann kann das dich behilflich sein. Gut. Genau den Wort, wo beginnt dein Wochenabschnitt. Genau da. Laut und deutlich. Das in der Tora befindliche Hebräisch ist besonders schwer zu erlernen und zu lesen. Nicht nur Benny hilft Mark während seiner einjährigen Vorbereitung. Seine Schwester Mimi wohnt in Berlin und steht ihm daher auf eher ungewöhnlichem Weg zur Seite. Die war in Israel, da konnte die Sprache. Und ich habe der auch einen Abzug von den Seiten gegeben. Und die hatte auch eine Kassette. Und dann haben wir mit der Kassette immer geübt. Mimi? Ja? Jetzt weiter. Aha. Mal gucken, ob es nicht knackt. Okay. Also, machen wir mal Kihu.
Be'elohem, Bacherev Yipolu, Olele. Bei der Bar Mitzwa-Feier in der Synagoge wird Mark aus dem Wochenabschnitt lesen, der für seinen Festtag gültig ist. Alle Anwesenden dürfen ihn dann öffentlich korrigieren. Deshalb legt er besonderen Wert auf korrekte Aussprache und fehlerfreien Gesang. Am Donnerstag nach dem 13. Geburtstag findet ein erster Teil der Feier statt. Mark legt zum ersten Mal die Tefillin an, die Gebetskapseln mit den Lederriemen. Heute darf ihn die Kamera noch begleiten, nicht jedoch bei der großen Feier am Schabbat. Der Lederriemen wird siebenmal um den Arm und dann um die Hand gelegt und erinnert so an die Schöpfung der Welt an sieben Tagen. Als Hinweis auf den allmächtigen Gott soll er dabei den Buchstaben Shin bilden. In den Gebetskapseln der Tefillin befinden sich Abschnitte der Tora auf Pergament. Der Vorbeter trägt die Tora-Rolle durch den Raum, damit die Gläubigen sie als Zeichen der Verehrung berühren und küssen können. Frauen dürfen normalerweise nicht im Gebetsraum der Männer sitzen und verfolgen in Bonn und Düsseldorf das Geschehen von der Empore aus. Sie jedoch sind es, die als Mütter die Glaubenszugehörigkeit an die Kinder weitergeben. Jetzt gehst du hin, setz doch bitte hin, mein Papa, ne? Nach diesem ersten Teil der Bar Mitzwa-Feier lädt die Familie zum traditionellen Imbiss in den Gemeindesaal ein. Mark darf den Segensspruch aufsagen und das Brot anschneiden. Brot und Salz versinnbildlichen das Leben. Am Schabbat ist jede Art von schöpferischer Arbeit untersagt. Daher trifft Ulrike Kaminski alle notwendigen Vorbereitungen schon Freitagvormittag. Die geflochtenen Brotlaibe symbolisieren den Segen der Erde und sind neben Wein einer der Hauptbestandteile des Rituals. Ein kleiner Teil des Teiges wird laut biblischer Vorschrift getrennt und dem Feuer geopfert. Der Schabbat dauert von Freitag nach Einbruch der Dunkelheit bis Samstagabend und erinnert an das Ruhen Gottes, nachdem er die Welt in sechs Tagen erschaffen hatte. Zu den Vorbereitungen gehört auch das Eindecken des Tisches. Der begleitende Segensspruch über den Wein erinnert an den biblischen Grundgedanken, den Schabbat zu heiligen. Es gibt gewisse Sachen, die wir halt mitbringen lassen aus Antwerpen von unserem Vorbeter oder lassen es aus Paris oder aus Frankfurt bringen. Auch zum Beispiel auch den Wein und die bestimmten Getränke sind auch koscher. Die werden dann speziell bestellt. Andere Sachen wie Obst und Gemüse natürlich kann man einfach kaufen. Koscher bedeutet, dass Lebensmittel nach den rituellen Speisegesetzen erlaubt und zubereitet sind. Für ihre Einhaltung in den Gemeinden sind besondere Beauftragte zuständig. In Bonn und Düsseldorf sind koschere Produkte zurzeit nur in beschränktem Maße erhältlich. So kauft Ulrike Kaminski in einem Supermarkt nur Obst, Gemüse und andere nach den Speisegesetzen neutrale Produkte ein.
Margret Traub, die Vorsitzende der jüdischen Gemeinde in Bonn, und Ulrike Kaminski, ihre Stellvertreterin, bereiten das Essen für Rosh Hashanah vor, das jüdische Neujahrsfest im Herbst. Zu diesem Essen gehören 7 neue Früchte des Jahres, Obst wie auch Gemüse. Besonders wichtig sind hierbei die Granatäpfel. Die große Anzahl von Kernen ist ein Symbol für Fruchtbarkeit und Weisheit. Der Volksglaube besagt, dass der perfekte Granatapfel 613 Kerne hat. So viel Geh- und Verbote enthält auch die Tora. Die Körner oder machen wir zusammen, damit das ja prosper. Wie heißt das auf Deutsch? Moment. Ich muss das Gemüse zählen. Die Speisen im Hause Traub sind von der Vielfältigkeit der jüdischen Küche geprägt, entsprechen aber überwiegend der Esskultur der spanischstämmigen Juden. Nein, ich habe noch. Ich weiß auch nicht mehr, wie es heißt auf Deutsch. Nein, diese Blätter heißt das auf Französisch. Ich weiß nicht auf Deutsch. Mongol, genau, Mongol. Ja, ich, Mongol, da habe ich das gelesen. Die Mahlzeit beginnt mit den Segenssprüchen über Wein und Brot. Die Brote für das Neujahrsfest sind nicht wie an sonstigen Feiertagen länglich geflochten, sondern rund. Sie symbolisieren den Jahreskreislauf. An diesem Tag werden Speisen in Honig getaucht. Damit wird die Hoffnung auf ein süßes neues Jahr verbunden. Zurück zu Marks Bar Mitzwa-Feier. Zum abendlichen Fest treffen Mark, seine Mutter und seine beiden Schwestern in der Redut ein. Eine Bar Mitzwa-Feier ist in erster Linie eine religiöse Zeremonie, die für den Bar Mitzwa, aber auch für das Gemeindeleben von großer Bedeutung ist. Daneben ist sie ein gesellschaftliches Ereignis, das ausgiebig im Familien- und Freundeskreis gefeiert wird. Ein Stehempfang mit koscheren Kanapés und Getränken bildet den Auftakt zur Feier. Im Lebenslauf eines jungen Juden ist die Bar Mitzwa mit die wichtigste Feier. Den Jahreslauf strukturiert eine ganze Fülle von Festen. Wir haben ja Wallfahrtsfeste. Einer von den wichtigen Festen ist auch das Sukkot, das Laubhüttenfest. Laubhütte erinnert an den Auszug aus Ägypten und an die Wüstenwanderung, die 40 Jahre dauerte. Da man in der Wüste keine feste Behausungen hatte, mussten die Leute sich trotzdem irgendwie schützen und haben damals in der Wüste Laubhütten gemacht. Und die Laubhütten sind auch in der Tora, in den 5 Büchern Moses vorgeschrieben. Das war ein Lichtpunkt, ein Lichtblick in der Wüstenwanderung, denn man konnte dann sich auch etwas schützen vor der Sonne und vor dem schlechten Wetter, das unter Umständen in der Wüste auch stattgefunden hat. Das Dach der Sukkah ist so konstruiert, dass man Himmel und Sterne sehen kann. So wird Natur erlebbar. Man sitzt zusammen, singt und feiert, macht sich aber auch die Vergänglichkeit bewusst. Dabei erinnert man sich daran, dass der Mensch immer auf die Hilfe und Unterstützung Gottes angewiesen ist. Sukkot fällt in den Herbst und gilt daher als Erntedankfest, aber auch als Freudenfest. Du weißt nicht nur, dass wir jetzt 7 Tage in der Sukkah alle unsere Freizeit verbringen. Eigentlich sollen wir auch übernachten in der Sukkah. Nein. Richtig. So steht in der Tora. Du sollst von deinem festen Wohnsitz in der Sukkah umziehen und alles, was du beschäftigt, die Mahlzeiten oder wenn du für die Schule was tun, sollst die Sukkah deine Hauptwohnung sein.
Ein Kennzeichen für Sukkot ist der Lulav, ein Feststrauß. So, wir sehen da vier verschiedene Sorten von Pflanzen. Er vertretet die Familie die Palmen. Auf einer Seite wäre rein die Hadassim, die Myrten. Auf die andere Seite die zwei Bachweiden, die Harava genannt auf Hebräisch. Und das ist ein Schmuckstück. Es wird erstmal wie ein Diamant von den Leuten kontrolliert mit einer Lupe, ob er es wirklich komplett, vollständig. Der Trog, er vertretet bei diesem Strauß die Früchte, aber besonders die Zitrusfrüchte. Und beim bestimmten Gebete, wie gesagt, werden sie uns begleiten. Besonders wenn wir uns die Quellen aus den Büchern, die Psalmen über das Natur und die Landwirtschaft des Landes, und es wird öfter geschockelt und gewackelt zum vier Himmelsrichtungen und so weiter. An Sukkot besucht der Bonner Seniorenclub das Düsseldorfer Gemeindezentrum. Die jüdische Gemeinde in Bonn ist relativ klein. Sie zählt etwa 1000 Mitglieder. Rund 800 davon sind russischsprachige Juden. Nach dem Zerfall der UdSSR kamen ab Anfang der 1990er Jahre viele russische Jüdinnen und Juden nach Deutschland. Heute machen sie im bundesweiten Durchschnitt etwa 80-90% aller Mitglieder der jüdischen Gemeinden aus. Der Chor des Bonner Seniorenclubs zum Beispiel besteht ausschließlich aus russischsprachigen Sängerinnen und Sängern. Durch die Zuwanderung ist der Fortbestand der jüdischen Gemeinden im Rheinland gesichert. Dadurch ergeben sich aber auch erhebliche Sprachprobleme. Die Mehrzahl der neuen Mitglieder ist kaum mit jüdischer Religion und den Traditionen vertraut. Mit Deutschkursen, Religionsstunden sowie Erwachsenenbildung versuchen beide Gemeinden, dies aufzufangen. Die Düsseldorfer Gemeinde ist mit 7500 Mitgliedern eine der größten Deutschlands. Entsprechend ist die Infrastruktur. Ein Gemeindezentrum mit Synagoge, Kindergarten, Schul- und Jugendzentrum mit eigener Küche, einer Begegnungsstätte sowie einem Seniorentreff. Um die Gemeindemitglieder kümmern sich drei Rabbiner, von denen zwei russischsprachig sind. Die Schule in Düsseldorf ist eine staatlich anerkannte Ganztagsgrundschule mit 2x4 Klassen. Zum Lehrstoff für die rund 170 Schülerinnen und Schüler gehört neben den im Lehrplan vorgeschriebenen Fächern auch der Unterricht in Hebräisch, in jüdischem Glauben und in jüdischen Traditionen. Jetzt momentan ist eigentlich eine Arbeitsphase, in der die Kinder schreiben sollen. Also es gab Arbeitsblätter zum Thema Kaschrut. Das bedeutet also, was sind die rituellen Speisegesetze im Judentum? Wir haben bis jetzt gelernt über die Fische. Welche Merkmale haben also Fische, damit sie koscher sind und von Juden gegessen werden dürfen? Und jetzt haben wir durchgenommen Säugetiere. Dazu gab es vorhin ungefähr 30 Minuten Unterrichtsgespräch und dazu jetzt Arbeitsblätter, die die Kinder leise in Partnerarbeit erarbeitet haben und dann immer zu mir nach vorne kommen, um die Ergebnisse sozusagen zu zeigen und dann weitere Aufgaben zu bekommen. Generell sind wir absolut offen. Auch jedes nicht-jüdische Kind kann bei uns in die Schule kommen, genauso wie auch hier in den Kindergarten. Wenn es daran scheitert, dann scheitert es aus Platzmangel, weil wir sozusagen die einzige jüdische Schule in
Düsseldorf sind. Und wenn jetzt alle Kinder hier rein wollen, müssen wir denen erstmal die Option freilassen. Aber wir haben bestimmt ein, ja, das schwankt, aber da kann man sagen, ungefähr so 20% ist trotzdem mit dabei von nichtjüdischen Kindern in der Schule, im Kindergarten und Schüler in der Schule. Es ist interessant, wie viele nichtjüdische Eltern interessiert sind, ihre Kinder in die jüdische Schule zu schicken. Einfach spannend, aber schön. Die Großküche des Schulzentrums gibt täglich rund 300 koschere Essen aus. Im Judentum dürfen milchige und fleischige Speisen nicht zusammen verzehrt werden. Heute gibt es fleischige Küche. Sauerbraten mit Beilagen. Vor dem Essen sprechen alle gemeinsam den Segen über das Brot. Nachmittags bietet die Schule verschiedene Aktivitäten, wie Sprachunterricht und Nachhilfe an. Der weiterführende Religionsunterricht bis zum Abitur erfolgt in der Religionsschule der Gemeinde. Der Chassan muss die Tora so gut kennen, er muss den Text so gut lernen vorher, dass er das mit den Augen genau sieht. Hier, genau an dieser Stelle muss ich jetzt ansetzen, muss ich jetzt lesen. Ja? Teilung, hat der Günther vorhin auch gesagt. Was war das für eine Einteilung, Rachel? Kapitel, genau. Jetzt, damit fängt es überhaupt an. Wie klappt man denn einen Chumash auf? Ich sehe, dass bei einigen Schülern der Chumash ganz falsch auf dem Tisch liegt. Mal gucken. Ken, wie sieht es bei dir aus? Wie hast du gerade gezeigt, Jenja? In den nachmittäglichen Proben der Tanzgruppen lernen die Kinder traditionelle und moderne Tänze. Erfreulich frequentiert werden das Jugendtraining des TuS Maccabi Düsseldorf und das Jugendzentrum. Auch Erwachsene kommen nachmittags gerne hierher. Täglich, wenn keine besonderen Angebote, sondern nur der ganz normale Ablauf ist, kommen zwischen 10 und 40 Leute, die dann unter Umständen singen oder miteinander Schach spielen oder Karten spielen oder sich mal gerade unterhalten über ein Tagesthema oder sich einen Film ansehen. Neue Ideen gestalten den Alltag der Gemeinde lebendig. Großen Zuspruch findet die Kinderkirmes. Luna Park ist eine Veranstaltung, wo wir einfach einen lockeren Tag organisieren, wo die Kinder mit Hüpfburgen, mit allen möglichen Beschäftigungen und sportlichen Aktivitäten einen schönen Tag miteinander verbringen. Und wir hoffen auf ein bisschen gutes Wetter. Ich denke, das wird auch eine schöne Veranstaltung werden. Wir versuchen es so bunt wie möglich zu treiben, weil heute sowieso der Bedarf an Attraktionen sich geändert hat. Im Gegensatz zu früher, man weiß ja von seinen eigenen Kindern, wie schwer sie heute sind zu belustigen. Es ist heute ein anderes Klientel von Kindern, als wie unsere Kinder klein waren. Die haben sich noch mit anderen Dingen beschäftigt. Es ist trotzdem schön. Trubel und buntes Treiben. Jüdische Lebensfreude findet darin ihren Ausdruck. Nicht nur bei der Kirmes. Auf jüdischen Feiern ist es eigentlich üblich, dass man von Anfang an tanzt, ja, und dann nicht erst eben stundenlang isst oder gar nicht mehr hochkommt und auch nicht, wir trinken auch nicht so viel, ja? Weil wir eigentlich immer auf der Tanzfläche sind und trinken dann eher viel Wasser, was natürlich den Gastgeber auch freut, dass es dann nicht so teuer wird. Nein, es ist einfach, wir freuen uns und dadurch, dass die Musik dabei ist und wir alle tanzen, jung und alt, und wir tanzen auch nicht, sag mal, als Pärchen miteinander unbedingt. Wir machen ja diesen Horrortanz, wo wir uns gegenseitig anfassen und miteinander drunter und drüber. Erster Höhepunkt ist der Stuhltanz. Dieser Brauch ehrt die Familie und lässt sie wortwörtlich hochleben.
Auch für Vater Marcel Kaminski ist dies ein besonderer Tag. Mit der Bar Mitzwa-Feier seines Sohnes gibt er die religiöse Verantwortung für ihn ab. Liebe Gäste, lieber Marc, unser Bar Mitzwa. Heute gibt es viele Gründe. Marc ist nun vollwertiges Mitglied der Gemeinde und im religiösen Sinne volljährig. Damit ist er für seine Taten vor Gott selbst verantwortlich. Auch für die Einhaltung der Mitzvot, den 613 G und Verboten. Zu Bat Mitzvah gemacht sozusagen und damit auch das jüdische Leben noch mehr bereichert. Aber zunächst einmal ist die Bar Mitzvah-Feier für Marc ein Fest der Geschenke. Auch seine Schwestern haben sich für ihren kleinen Bruder ein ganz spezielles Geschenk ausgedacht und überraschen ihn mit einem Auftritt. Wir ritten so spät durch Nacht und Wind, was uns verheißen sei noch ein Kind. Was man uns hier vor Augen führt, wird heute mit Reife und Ehre gekürt. Unser Bruder, was böse so bald dein Gesicht? Erkennst du, o Bruder, deine eigene Schwester nicht? Die Bar Mitzwa-Feier ist vor allem für die Familie ein besonderes Ereignis. Mit einem anderen Fest erreichen die jüdischen Gemeinden ganz bewusst eine große Öffentlichkeit. Chanukka heißt das Lichterfest, weil damals, als der Tempel zerstört worden ist von den Makkabäern. Und man dachte, das ganze Öl wäre weg, das heilige Öl. Und tatsächlich, man fand also in dem zerstörten Tempel ein kleines Krüglein Öl und man dachte, es wird nicht reichen, bis das neue Öl herangeschafft wurde. Aber siehe, oh Wunder, das Öl hielt 8 Tage, bis das neue Öl herangeschafft worden ist. Und deswegen feiern wir Chanukka 8 Tage. Jeden Tag wird eine Kerze mehr angezündet. Jeden Tag wird es heller und das Licht kommt zu uns ins Haus, in unsere Herzen. Die Handys ausmachen. Die Handys ausmachen, einen Moment. Habe ich ausgemacht. Wo gibt 3 Juden, gibt 4 Meinungen. Ja. 3 Juden, 4 Meinungen. Wir machen mit Übersetzung. Also, ich freue mich, dass wir noch einmal hier zusammentreffen können. Heute, das ist Chanukka. Heute Abend zünden wir die 5. Chanukka-Kerze. Chanukka hat eine besondere Bedeutung in unserer Tradition. Am Schabbat, Freitagabend, sitzen wir mit unserer Familie, stimmt? Wir sitzen zusammen, alleine, in unserem kleinen Kreis und wir feiern Schabbat. Pesach, wir nehmen 3 Matzot, wir laden vielleicht ein paar Gäste ein, aber wir sitzen auch in einem kleinen Kreis. Welcher Feiertag noch? Rosh Hashanah, wir gehen in die Synagoge, wir blasen von Shofar, aber noch einmal mit einem bestimmten Kreis. Wir sind in die Synagoge, brauchen wir das nicht zu veröffentlichen. Die Chanukia muss neben einem großen Fenster sein, weil das reicht nicht nur, die Chanukia anzuzünden, das reicht nicht nur, die Brachot zu sagen, wir müssen das Licht an alle zeigen. Das Licht am Chanukka hat ein besonderes Symbol. Wir zeigen, genau wie Gott uns damals von Dunkelheit, von Choshech zum Ohr gebracht. Er hat uns Licht gegeben. Genau auch heute zeigen wir für die gesamte Welt, das Licht von damals, das ist unsere Verpflichtung für die gesamte Gesellschaft. Chanukka entwickelte sich in den letzten Jahren zu einem größeren öffentlichen Fest. Licht und Wärme verbinden Menschen unterschiedlicher Nationalität und unterschiedlichen Glaubens. Geschenke an den Chanukka-Abenden sind in Anlehnung an das christliche Weihnachtsfest üblich.
Die Chabad-Lubavitcher, eine orthodoxe Richtung im Judentum, entzünden die Lichter auf der Straße. Zu Chanukka kommen vor allem in Öl zubereitete Speisen wie Krapfen und Kartoffelpuffer auf den Tisch. Sie erinnern an das Öl, das im Tempel gefunden wurde und für 8 Tage reichte. Licht als Symbol für Leben und Wärme spielt in allen Religionen eine große Rolle. Ein schöner jüdischer Brauch bei einer Bar Mitzwa-Feier ist es, dem Alter entsprechend 13 Kerzen anzuzünden. Das sind eben, ist ein 13-armiger Leuchter und den einen nimmt man halt, nimmt der Bar Mitzwa-Junge oder die Bar Mitzwa-Tochter auch an dem Tag und zündet damit dann alle Kerzen an, beziehungsweise ruft 12 Paare auf oder 12 Gruppen auf. Und die dann nach vorne kommen, wo er dann noch so einen kleinen Dankspruch ablässt, ja, und sie halt nach vorne rufen. Das ist eine besondere Ehre auch, dass sie nach vorne kommen und die Kerze dann mit ihnen gemeinsam anzünden. Die erste Kerze zünde ich für meinen Onkel Henri und meine Tante Marita, die Geschwister meines Vaters, die auch meine lieben beiden Großeltern vertreten, die leider nicht mehr meinen Bar Mitzwa erleben können. Sie haben mich immer mit Wärme und Liebe empfangen und bekocht. Zu meinen Feier geschafft haben, von denen ich viel gelernt habe und für die ich auch immer einen Platz in meinem Herzen reserviert sein wird. Jüdisches Leben im Rheinland. Es geht nicht verloren, wird immer vielfältiger und bleibt dabei eingebettet in unseren Alltag. Bunt, lebhaft, religiös und voller Symbolkraft. Musik.